Okay, liebe Leute, wir haben noch zwei Rätsel vor uns in dieser neuen, tollen, mittelalterlichen Welt. Ich nehme mal das Rechte zuerst, weil das sieht schön nach schönem Wald aus hier. Hier gibt's was zu erkunden. Eine schöne Brücke. Mit What is this? Was? Was bist du denn? Hoch. Unter der Brücke irgendwas? Am Anfang. Ich kann tauchen. Ich sterbe nur, wenn ich die Welt verlasse, aber nicht, wenn ich unter Wasser bin. Hübsch hässlich, diese Brückenwächter. Ich kann sie aber auch nicht mitnehmen. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich das auf diese Steinplatte stellen, die wir gefunden haben. Ich gehe mal einmal außen rum. Nur zum Gucken. Vielleicht gibt es irgendwas Verborgenes hier hinten. Ein Bonus. Terminal. Das ist das Wort, das ich suche. Terminal. Ein Bonus-Terminal. Zumindest mal Bonus-Nachrichten. Es gibt so viel Schönheit in diesen versteckten Winkeln der Welt, obwohl sie keinen Zweck erfüllen. Vielleicht sind sie gerade deshalb schön, weil sie keinen Zweck erfüllen. Noch wieder Sheep und Shepherd? Nein, das sind Ed und Shepherd. Und hinter diesen Steinen findet sie auch keinen Zweck. Oh, oh, fast tot. Ja, schön ist hier auf jeden Fall. Regenbogen und so. Hübsch. Kann man nichts gegen sagen. Gut. Dann können wir uns jetzt dem Puzzle zuwenden. Dafür sind wir doch eigentlich da. Mehrfache unmöglicher Aufstieg. Ich auch gut Deutsch. Mehrfacher unmögliche Puzzle. Oh. Türe nicht passierbar. Brauche ein Gewicht. Okay, hier ist ein unmöglicher Aufstieg. Da drüben war ein unmöglicher Aufstieg. Hier ist eine Tür. Aber wo ist denn irgendwas zum Aufstellen? Haben wir gar nichts? Null, niente, nada? Irgendwo muss ich doch ein Objekt verbergen. Ich kann beinahe. Hinter dieser Tür ist alles, was wir brauchen. Aber ich komme an die Kiste nicht ran. Okay, natürlich haben wir das Objekt. Das ist natürlich mal wieder klar. So, tragen wir mal alles raus. Der Zaun da drüben ist auch niedrig genug, dass man theoretisch mit einem Kistchen Strom durchtreiben könnte. So, dann haben wir diesen unmöglichen Aufstieg hier. Um unsere zweite Kiste ranzukommen. Und dann können wir doch den Aufstieg da drüben wahrscheinlich hinkriegen, oder? Wie geht das an? Nach roter Strom. Und was will ich denn da oben eigentlich? Das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich tue es einfach mal trotzdem. Man weiß ja nie. Ups. Jetzt sogar fast, dass man aus eigenem Antrieb oben bleibt. Aber das trifft immer noch das Tor. Ich weiß nicht genau, warum ich das da machen möchte. Was bringt mir das denn? Eigentlich möchte ich den Strom ja darüber bringen. Und mein eigentliches Problem ist, dass ich nur ein einziges solches Umlenkteil habe, richtig? Das heißt, wenn ich irgendwie eins den da hinten aufmachen wollen würde, müsste ich mir was Schlaues ausdenken. Es müsste quasi hier stehen, aber hoch genug, dass es über den Zaun sehen kann. Kann ich das hinkriegen? Können wir ja mal ausprobieren.
Müsste man aber zwei Kisten übereinander stellen. Wo ist denn meine andere Kiste hin eigentlich? Und die ist noch da drüben, oder? Die ist noch drüben auf der anderen Seite. Also ich hätte gesagt, irgendwie hier hin. Die andere Kiste oben drauf. Wahrscheinlich kann ich dann nichts mehr oben drauf stellen, weil es schon zu hoch ist. Ja. Ja, darf ich nicht abstellen oben. Auch wenn das von der Logik her eigentlich funktionieren müsste. Kann ich denn das Ding da draufstellen und dann gemeinsam hochnehmen? Nein. Und so wird es nicht reichen. Das sieht viel zu niedrig aus. Genau, also eine zweite Kiste sollte da schon ausreichen. Das müsste gehen. Aber das heißt, ich bräuchte erst noch eine weitere Kiste. Um das irgendwie hinzubiegen. So, wie gesagt, ich kann das Teil hier hochfliegen lassen. Aber von da aus kann man ja nichts sehen. Ach, hin? Nee, da komme ich her. Also von dieser Wand aus hier kann man ja nichts sehen. Da sind auch keine Löcher drin und nichts. Da ist eigentlich nichts erreichbar. Okay, ich hätte noch eine Variante anzubieten. Glaube ich. Aber die wird doch auch nicht funktionieren. Und hier kann ich ja auch nicht stapeln. Ah, ist so schade. Kann ich da irgendwie mehr Power drauf geben? Achso, ich bin ja doof. Klar, ich kann das Ding ja hinten einfach so aufhalten. Was bin ich denn für ein Dovi? Ich habe ja Kisten gehabt. Ich gar nicht gebraucht. Jetzt habe ich meine. Ja, jetzt habe ich meine zweite Kiste. Perfekt. Jetzt kann ich Dinge bauen. Also meine dritte Kiste. Oh, okay, da war ich gerade doof. Warum komme ich denn nicht drauf, dass ich das Ding einfach aufhalten kann? Ich hätte vergessen, wie ich da durchgekommen bin. Das war das Problem, glaube ich. So, ich habe immer noch nur einen. Das heißt, ich müsste... Genau, jetzt kommt doch der Trick hier. Jetzt kommt doch das, was ich gerade eigentlich machen wollte. Jetzt stapeln wir das nämlich ganz nach oben. Da dran, da dran, da dran. Da oben drauf. Und die Kiste auf den Button. Oh. Das muss noch eins höher. Das muss alle drei Kisten übereinander haben. Wirklich? Alle drei? Das soll gehen? Das ist doch ein unmöglicher Aufstieg. Aber in dem Level kann ich zum ersten Mal Kisten unter mich selbst stapeln. Was ich auch fertig mache, ist, dass die unten anders gedreht ist als die oberen. Hier in dem Level geht das, dass ich die unter mich selbst staple. Ich muss vorher. Glaube ich nicht.
Okay, so angenommen, ich würde da irgendwie hochkommen. Wie würde ich das dann machen? Gut, das könnte gehen. Moment. Festgestellt, dass es permanent hält. Das hier müsste gehen. Ja. Okay. War eigentlich viel leichter, als ich es mir vorgestellt habe. Okay. Da war ich jetzt nicht ganz so schnell. Aber das kommt ja auch mal vor, gelegentlich. Gerade am Anfang mit dem Button, da stand ich sehr lange auf dem Schlauch. Zumindest gefühlt. Schauen wir mal, was die Uhr sagt. Naja, es geht so. Das waren jetzt 10 Minuten für das erste Puzzle. Damit kann man leben. Dann haben wir ja noch Zeit für das zweite. Ich muss noch irgendwo in der Welt einen Jammer finden oder klauen. Das fehlt mir noch. Schauen wir mal in diesem Puzzle hier. Labyrinth. Auch schon wieder ein Labyrinth. Hatten wir ja noch gar nie Labyrinthe. Hier ist zu. Sieht aber verdammt jammerig aus. Okay, ja, das sieht nach einem Level mit vielen Jammern aus. Das wäre gut, weil dann möchte ich die rausschmuggeln. Ich meine, der allererste Level hatte doch auch viele Gemmen, oder? Okay, hier sind gleich zwei in dem Vorhof. Wenn ich das richtig sehe, decken die hier sich doppelt ab, dass da kein Durchkommen ist. Mal schauen wir mal, was sich hier hinter befindet. Auf jeden Fall genug Platz, um durchzulaufen und an einen Schlüssel zu kommen. Was bringt mir der Schlüssel? Was bringt mir der Schlüssel? Ah, hier bringt mir der Schlüssel was. Okay. Und hier? Das ist ein zweiter Jammer. Den möchte ich gerne haben. Ich habe jetzt diese Tür geöffnet, was bringt mir das? Da kam ich doch schon vorher durch. Ich meine, jetzt komme ich da mit dem Jammer durch, aber war da noch was zum Jammen hinten drin? Kann ich mich irgendwie gar nicht dran erinnern. Achso, ja, hier, das Ding. Claro. Okay, da befindet sich dahinter unser zweiter. Ah! Vielleicht hätte ich einfach was jammen sollen. Dann wäre es einfacher gewesen, da wieder rauszukommen. Will ich jetzt alles nochmal machen? Ich habe schon wieder vergessen, wo ich den ersten Jammer hier hatte. Hier. Okay. Schnell verfahren. Hier aufmachen. Abwarten, bis der Typ vorbei ist. Ungeduld. Hey. Große Ungeduld walten lassen. Schlüssel benutzen. Oh, da habe ich so viel Angst. Ich glaube, der würde mich erwischen. Wenn man den zweiten Jammer hat, dann ist man frei. Dann ist man wahrlich frei. Okay. Mal kurz hier jammen. Oh Gott, das wird eine knappe Kiste. Okay. Ich hab's geschafft, ich bin raus.
mitsamt meinem Jammer. Jetzt muss ich noch den zweiten holen. Das dauert eine Sekunde. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja mal Gedanken darüber machen, ob ihr eine Person seid und ob ihr ein Bewusstsein habt. Wenn ja, schreibt mir doch mal einen Beweis dafür in die Kommentare. Denn bewusstseinsfähige Wesen sind in der Lage, aussagekräftige YouTube-Kommentare zu schreiben. Achso, wie lautet die alte Regel? Nimm immer deinen Scanner, Jammer mit. Na gut, hier wäre es nicht nötig gewesen. Wo ist der Punkt, wo ich das Ding rausschmuggeln kann? Hier vielleicht? Schon verdächtig, oder? Schon verdächtig. Man kommt hier recht dicht ran an den Ausgang. Ich glaube, von den Dingern da oben komme ich nicht so wirklich abgesprungen. Die haben zu schräge Dächer. Irgendwo gibt es hier mit Sicherheit eine Möglichkeit, einen dieser Jammer nach draußen zu bringen. Das wäre großartig. Okay, mit drei Jammern sollte die ganze Sache dann kein Problem mehr darstellen. Wir wollen das hier stören. Wir wollen... Na, kann ich von hier aus nicht sehen. Wir wollen das hier stören und dann wollen wir noch das Tor stören. Ups, falscher Weg, falscher Weg. Oh, das hätte ganz tödlich enden können. Das hätte ganz, ganz tödlich enden können, wenn ich jetzt hier dumm gelaufen wäre. Okay, die beiden sind befreit. Wir nehmen unser Puzzleteil. Gibt es nicht irgendwo eine Möglichkeit, hier rauszukommen mit so einem Jammer? Hat sich auf jeden Fall schon mal einen Ausgang aufgetan. So viele Jammer, ich will zumindest mal einmal noch mal kurz ausprobieren, wegen dem Stern dieser Welt. Ich werde gerade noch einmal das Gebiet hier abgrasen. Ich muss auch nicht unbedingt rauskommen, das reicht schon, wenn ich draußen entsprechend was Nützliches jammen kann. Also hier sehen die Wände recht solide und hoch aus. Ups. Ups. Hier drüben sieht es auch ganz gut aus. Ja, ich fürchte, da komme ich nicht nach draußen. Fürchte, da komme ich nicht nach draußen. Also der beste Ort war wirklich hier drüben. Okay. Also das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Der Punkt war, wie gesagt, dass ich hier drüben das Ding jammen muss. Und das kann ich, glaube ich, aus dem Puzzle raus nicht sehen. Vielleicht kann ich das sogar sehen aus dem Puzzle raus. Das ist ja... Wo war ich drin? Hier war ich drin. Muss ich nochmal genau nachschauen. Oh, es geht schon eigentlich. Ja klar geht das. Brauche ich gar nicht. Haha. Hahaha. So. Da hätten wir das doch gejammt. Dann haben wir das Teil. Jetzt wird's einfach. Denn jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier außen rum. Und hier fupp,
Die Aussicht von hier ist fantastisch. Nichts hier scheint zum Prozess beizutragen, aber dennoch werde ich von diesem Ort angezogen. Ach, das blöde Naturkind. So, jetzt richten wir das da drauf, stellen das hier hin. Und hier drüben, das ist ein Fenster aus dem Puzzle raus, das wir vorige Folge entdeckt haben. Und das heißt, da werden wir jetzt wieder reingehen und einen blauen Laser dort rausschießen. Was sich hoffentlich nicht allzu schwer gestalten sollte. Hat sich das Puzzle zurückgesetzt? Sieht so aus. Was habe ich gesagt? Einen blauen Laser brauche ich. Der blaue Laser war hier drüben. Ach, jetzt habe ich das schon wieder falsch gebaut. Das gibt's doch nicht. Habe ich das schon wieder falsch aufgebaut? Es so bauen, dass ich das hier drüben dran vorbeileiten kann. So, ein blauer Laser. Und da mehrere Fenster? Da waren mehrere Fenster. Oha. Da muss ich tatsächlich nochmal umplanen. Nicht stark, nur ein wenig. Aber es müsste mir doch möglich sein, dass ich beide Dinger hier aufmache. Damit ich dann den hier sorglos mitnehmen kann, um ihn mit hier hinten zu verbinden. Ja, und das habe ich schon gehört, wie es aufgegangen ist. Dann nichts wie raus hier. So, ich glaube, der schnellste Weg ist wieder so rum. Ist etwas mühsam, hier außen rum zu laufen. Ist da oben immer noch gejammt? Ja. Es ist ein langer Weg. Aber wir haben es geschafft und wieder einen Stern errungen. Yes! Yes! Okay, dann beende ich die Folge hier. Bis zum nächsten Mal. Der Bonusstern des Levels hier, schon bald gehört er mir. Da bin ich mir relativ sicher, denn ich habe mal wieder ein Geheimnis entdeckt, nachdem ich diesen Level hier abgesucht habe. Der erste Hinweis darauf ist die Worte von Uriel. Das brennende Herz sieht immer auf den höchsten Gipfel. Warum ist das jetzt so? Ja, schon besser. Brennende Herz sieht immer auf den höchsten Gipfel. Was wir auch schon wussten, ist, dass ich hier in diesem Level mit ein wenig Durchsetzungsvermögen den... Achso, Moment. Kiste. Oh. Oh. Im Ernst? Komme ich jetzt nicht zurück? Ich komme nicht mehr durch? Ja, okay, besser. So, dass ich hier an die Konnektoren rankomme und dann mit dieser kleinen versteckten Kiste hier, die dem Kerl hier auf den Kopf setzen kann und dann mit dem Konnektor fliehen kann. So, und jetzt kommt der Trick bei der Sache.
Ich platziere mich mal so ungefähr hier so. Und die Pyramidenspitze gibt tatsächlich Strom. Blauer Strom aus der Pyramidenspitze. Faszinierend, oder? Muss man auch erst einen Korrektor drauf richten, um das zu wissen. So, und das ist noch nicht alles. Denn... hier, wer hat's gesehen? Da leuchtet's auf. Ganz schwach. Ein verstecktes Verbindungsstück. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch den Winkel finden, aus dem ich das hier anpeilen kann. Vielleicht so. Und schon tut die Sphinx sich auf. Und wir haben unseren Stern. Gut, wunderbar. Dann war das mal wieder einer der Sterne. Frech versteckt, aber nicht unerreichbar. Bis zum nächsten Mal.